Hallo allerseits und herzlich willkommen zur neuen Folge von Fallout 4. Heute will ich damit einsteigen, ein paar Ghule zu töten in den Fen Street Sewers. Das ist direkt südlich von meinem jetzigen Standort. Gucken wir uns auf der Karte an. Hier unten müsste es sein. Es sollte schnell zu erledigen sein. Dann will ich mich hier nach Westen begeben. Vielleicht das hier mal aufsammeln auf dem Weg oder endlich aus dem Questlog rauswerfen, ja. Dann hier ein Campstash finden, hier die Bergziege töten. Und da unten ist die Quest von Ada, die ich jetzt irgendwie leider nicht rankomme, beim Fort Hagen Satellite Array. Da muss ich hin, um Automatron weiterzumachen. Das passt doch gut zusammen. Eine schöne Route für eine schöne Nacht. Ja, sollte ich heute Nacht ausgehen? Ich glaube, in die Sewers kann ich auch bei Nacht gehen. Das macht keinen Unterschied. Wo steht denn die Uhr? Das ist meine Uhr. Meine lokale Uhrzeit. Ich bin ein bisschen müde, ein bisschen hungrig und ein bisschen durstig, aber das ist nichts, was ich nicht in den Griff kriegen würde irgendwie. Gehen wir mal zu der hier. Zu der Wasserpumpe. Die sollte mich Sitt machen. Sitt ist das Wort, das mir fehlt, ja. Das ist ein Wort, das benutzt keiner auf der Welt, oder? Aber jetzt habt ihr es hier gehört. Sitt. War, glaube ich, sogar mal deswegen Wort oder Unwort des Jahres. Als Neuentwicklung. Hey, wie viel muss ich denn hier noch essen? Tja, da wird's klar, wird die Welt gleich ein bisschen dunkler bei so viel Fleisch. McCree, hi. Freut mich ja, dass du hier bist. Ich habe da auch viel für bezahlt. Tja, vielleicht nehmen wir dich irgendwann mal irgendwo hin mit. Ich muss nur aufpassen, dass ich diese Sewers nicht übersehe. Ich glaube, die sind doch eigentlich hier unten drunter, oder? Also, nee, ist ein ganzes Stück noch von hier. Vielleicht ist der Zugang unten drunter. Hier, wo die Supermutanten waren, bei der Einführung von Diamond City, sollte ja jetzt nichts sein. Survival hat zum Glück riesig große Respawn-Zeiten. Ich mache auch mal Licht an. Das macht es schon viel besser. Viel, viel besser. Ja, ich muss jetzt eigentlich weiter nach Süden. Also weiter in diese Richtung. Gegen diese Wand. Hier geht's weiter. Okay, ein Diner voller Supermutantenzeug. Schauen wir mal, was habt ihr hier gehabt? Munition, Shotgun Shells. Ja, sehr gut. Dann muss ich ja nur den Eingang in die Kanalisation finden. So schwer kann das nicht sein. Hier, Fen Street Sewer. Das haben wir doch. Fen Street Sewer. Bisschen Wonderglue. Bisschen Superkleber. Diamond City this way. Vielleicht machen wir auch einen kleinen Abstecher nach Diamond City. In Diamond City kann ich den Baseballschläger abgeben. Und mir noch ein paar Caps verdienen. Cool. Ich mach mal Licht an. Aber cool. Ein Skelett, das Kopf überhängt. Dear Detective. Here we are, Detective. If you followed my instructions, you're alone. And well, if you aren't, I've already left. You better be alone. Well, come on in. I've put my work on display down here, and I'd very much like you to see it. Hier hat ein Serienmörder einen Kommissar, sag ich jetzt mal, für Detective, in die Kanalisation gelockt, um ihm sein Werk zu zeigen. Ich dachte, du wärst noch am Leben. Naja, ein Punkt für dich nehme ich mal an. Die zweite Leiche, hat sie sogar, drei, XXX, Triple X. Wer ist dann Doppel X, wenn du einfach X bist und du bist niemand, oder? Eieiei, da verändert man den Schädel hier. Auch egal. Zählen kann der vielleicht nicht. Es ist Hauptsache, er ist gut im Morden. Habe ich jetzt Ghouls geweckt? Wenn nicht, dann ist hier keiner. Ja. Ich versuche hier hochzukommen. Ha, es hat funktioniert. Super. Bringt zwar nicht viel, aber ich bin hier. Okay. Schauen wir weiter. Ich glaube, da hinten läuft doch was. Eieieiei.
Hallo. Bis jetzt seid ihr noch relativ einfache Ghouls. Ein Radio? Ah, das wahrscheinlich seit 200 Jahren gruselige Musik spielt. Wenn ich das Licht ausmache? Ist es auch extrem hübsch hier unten. Ja. Aber hallo, war ich hier schon dran? Ja, natürlich war ich hier schon dran. Ich habe Angst, weiter reinzugehen, deswegen stehe ich Zeit. Hier wächst Fungus? Hier wächst Fungus? Ja. Da bin ich gespannt. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das hier schon mal gemacht habe. Ich glaube sogar eher nicht. Hallo. Ihr Trollghouls, ja? Ihr seid solche Trolle. Da hat er gegrillt. Auch mit einem X. Also sind das vielleicht doch keine Nummerierungen, sondern einfach nur Markierungen. Gut, gut. Ja, schön aufgeteilt. Wahrscheinlich war das alles mit Fleisch noch dran vor einigen Jahren. Und ist nur langsam verfault. Ich möchte deine Umgebung, Detective. Ich kann nur mich selbst in einem Ort wie diesem sein. Life up there is exhausting. Every day you smile at people who don't care about you one way or another because that is what you do. Down here, I really get to live. I'm happy to share it with you today, Detective. Aha, er fühlt sich also in der normalen Gesellschaft. Was fliegt er durch die Gegend? Oh nee. Er fühlt sich in der normalen Gesellschaft. Er denkt, die normale Gesellschaft ist irgendwie fake. Weil er wahrscheinlich sich fake verhält. Naja, ich weiß nicht, ob ich ihn psychoanalysieren sollte. Ich habe andere Probleme. Aber klingt im Moment noch so nach Standard, fühlt sich nicht dazugehörig, hat deswegen keine Probleme, sein eigenes Hobby hier zu leben in seinem Hobbykeller. Und alle möglichen Leute damit reinzuziehen. So, irgendwer will mich doch töten, oder? Ich höre doch dieses Blutfly-Geräusch. Bowlingball? Hahaha! Hunderte Jahre war hier nichts. Dann kommt ein Depp und rennt es um. So ist es halt immer, wenn man was aufbaut. Eine leere Nuka-Cola-Flasche. Zwei Wege. Geh mal erstmal diesen Weg hier. Das sieht nämlich aus wie eine Sackgasse. Da ist nochmal Kreide. Jetzt habe ich leider die Leiche draufgeworfen. Das könnte heißen, könntest du der Killer sein? Ich glaube, dann wäre irgendwie noch was anderes hier, wenn du der Killer wärst. Siehst aber auch nicht aus wie eine Leiche. Die Leichen waren alle ohne Klamotten. Vielleicht finden wir es da heraus. Da sitzt doch schon das nächste gut dekorierte Männchen und ein Affe. Okay. Hallo. Das war mal ein stärkerer Ghoul. Da unten läuft auch was im Dunkeln. Hallo. Kommt doch alle her. Habe ich denn zufällig noch Granaten dabei? Oder habe ich die alle weggelegt, weil ich so... Ja, ich bin so ordentlich. Ich lege die mal alle weg. Weil Granaten oder Molotow-Cocktails sind die besten Waffen gegen Ghule. Mal abgesehen von der 10mm und dem hohen Schleichskill. Du warst sogar ein legendärer Ghoul. Ja, dankeschön. Das nehme ich doch gerne. Ein Teddybär, Hat er das auch hier so inszeniert mit dem Combat Knife hier bei dem Teddy und den ganzen toten, ich nehme jetzt mal an, Müttern neben den Kinderwegen, wo eventuell auch Kinder drin waren? Aber ich glaube, es gibt keine Kinderskelette im normalen Spiel. Vielleicht stellen wir uns die also einfach vor. Stellt euch vor, hier liegen immer noch Babyskelette rum. Der hat die ganzen... hat hier die Mutter- und Kind-Wochen gemacht. So, wie kam der Ghoul zu Fusion Cells? Fragen über Fragen. Und hast du hier oben eine weitere Nachricht für mich hinterlassen? Also für den Detective, mit dem du das hier teilen wolltest. Bourbon, Red Roach Meat. Oh.
Ja, ich sehe jetzt hier keine Nachricht. Gucken wir mal schnell. Ach nee, das ist eine Sackgasse. Gucken wir also weiter. Gucken wir nicht schnell irgendwo anders. Da liegen doch noch mehr Leichen. Auch Gas. Das sollten wir erstmal wegschaffen. Für den Fall, dass ich schießen muss. Genau. Scheiße. Ich habe wohl lange nicht nachgeladen. Hier sind wir wohl im Wohnzimmer. I'm getting so anxious about our meeting, Detective. You know, I think I've only ever wanted someone to know me. And really, I can't think of anyone who knows me as well as you do. I am your object of fascination, and you have become mine. It's humbling, Detective. Aha, du hast also eine Fernbeziehung zu einem Detective aufgebaut, der wahrscheinlich nicht allzu begeistert über sein Glück ist. So, noch viel mehr Leichen. Viel mehr Leichen. Das hat er alles vor dem Krieg schon aufgebaut hier, sein Leichensammelsorium. War wohl nicht der beste Stadtteil hier direkt neben dem Baseballstadion. Oh, Mann in Hundehütte. Mit einem Dog-Collar. Hat er die hier noch am Leben gehabt? Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich war das hier ein wunderschöner Ort. Ja, auch ein X daneben. Also auch ein Mord, würde ich annehmen. Ein Mordopfer. Aber mich interessiert ja vielmehr das jahrhundertealte Klebeband. Got it. Yep. Und der Wonderglue. Warte mal. Fuses haben Kupfer. Ich glaube, Kupfer könnte auch irgendwann knapp werden. Gerade wenn ich jetzt irgendwann mehrere Siedlungen mit großen elektrischen Anlagen baue, ist Kupfer doch etwas, was man braucht. Hahaha. Ja, du hattest mich. Es wäre nur noch gruseliger, wenn hier noch Synths rumlaufen würden. Und keine Ghule. Hallo, Ghul. Dich hat's zerplatzt. Ich fürchte fast, dieses Gebiet wurde generiert, als ich ziemlich niedriges Level hatte. Weil wir haben ja noch keinen einzigen Glowing One oder Putrid Glowing One oder ja, sowas da hinten gesehen. Sowas will ich ja haben. Ich hab nicht alle Ghouls getötet. Wie kannst du mir die Questbestätigung geben und dann höre ich immer noch Ghoul-Schritte? Das ist doch fürchterlich. Okay. Das ist interessant. Synth ist gut. Powered ist, weiß ich nicht. Könnte okay sein. Ich glaube, ich bleibe aber bei Glück und dem, was ich generell anhab. So. Ich erwarte jetzt auch irgendwann, vielleicht ist ja der Serienmörder. Ja, hier ist ziemlich klar, was passiert ist. Ich erwarte jetzt, irgendwann den Serienmörder zu finden oder zumindest Informationen über seinen Verbleib. Könnte natürlich auch dieser nette Mensch hier sein. Irgendwie glaube ich das aber nicht. Und ich will natürlich auch wissen, was ist mit dem Detektiv, also mit dem Detective passiert. Ist es... ist es Nick Valentine? Nein, oder? Hi. Nett, dass du diese Puppe so schön weggeworfen hast. Ah, hier geht's weiter. I didn't want to hurt you, yes. Detective. I did not want to hurt you. You didn't mean those things you said. You hurt me. And I forgive you, Detective. It doesn't matter anymore. Now you're here with me. And we have all the time in the world to get to know each other. Okay. Schön, das hat der Detective sich also auch theoretisch noch angehört. Vielleicht sogar praktisch. Würde ich mal von ausgehen.
Weißt halt nur nicht, warum es dann wieder hingelegt hat. Oder hat der Detective sich gesagt, das interessiert mich doch alles nicht, was du Idiot schreibst. Da liegen nochmal zwei. Ich gehe einfach nur durch. Rotes Licht. Rotes Licht ist immer gefährlich. Ja. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Sorry. Tut mir leid, ich habe deine Totenruhe gestört. Jetzt bin ich hier. Ah ja. Okay. Dann folgen wir dem roten Licht. Das Phantom und der Detective. Ich erwarte immer noch Ghule. Aber zumindest habe ich die Quest abgeschlossen. Ghule wären mir so viel lieber als irgendwelches Insektengetier. Ja, lauf du mal über Wasser. Die Jesus Red Roach läuft sogar immer noch nach ihrem Tod. So ist das. Hat Jesus auch gemacht. Tage danach noch. Hier brechen wir ins Licht hervor. Oh. Komm ich hier raus? Ich will hier raus. Das muss doch rein. Ach so. Nee. Was? Wo komme ich her? Ah, hier kann ich zurück in den Startbereich. Also, war das schon das Ende? Gut. Diese grässliche Musik. Ganz grässlich. Okay. Damit haben wir das ja geschafft. Super, meine 10mm Munition ist auch langsam alle. Da muss ich mich vielleicht auch mal darum kümmern, dass ich entweder in eine meiner vielen Millionen Kisten gehe oder vielleicht auch etwas kaufe. Und es ist Tag, das ist doch schon viel besser. Tageslicht gefällt mir. So, von hier würde ich jetzt sagen, gehen wir echt straight nach Westen, um dann hier hoch zu gehen. Ha, ja. Sehen wir auch endlich mal das Mountain Goat. So, ist das Westen? Das ist Westen, Tatsache. Und gehen wir hier nach Westen. Vielleicht sogar ein bisschen schneller als sonntags. Komme ich hier durch? Ja, hier komme ich durch. Wir hatten hier sein Pickup geparkt. Das gehört jetzt nicht. Und dieses Haus, was mir überhaupt nicht gefällt. Dieses Haus am See. Ah ja, deswegen gefällt es mir nämlich nicht. Bloatflies. Und Bloodbugs. Und jetzt fehlen nur noch Meyerlurks und die heilige oder die unheilige Dreifaltigkeit ist komplett. Wobei, so eine Meyerlurk Queen würde ich natürlich schon nehmen. Also da hätte ich jetzt nicht unbedingt die großen Probleme mit. Okay, hier waren auch mal viele Ghule. Da habe ich mich aber drum gekümmert. Ja, ich gehe auch direkt hier unten den Weg, den man geht. Ja, den Weg, den man geht, genau. Das ist, erscheint mir ein sicherer und einfacher Weg zu sein. Vor allem, weil ich hier schon mal durchgelaufen bin. Oh, ein Scavenger ist hier gestorben. Hoffentlich nicht durch meine Hand. Fuse, ja. Fuses nehme ich jetzt mit. Habe ich mir überlegt. Spatulas eher nicht. Mein Fleisch wird nicht gewendet. Was haben wir denn hier? Ist aber auch interessant. Da wurde ein Synth gelyncht. So ist es mit dem Fremdenhass. Was die Leute nicht verstehen, müssen sie kaputt machen. Das leuchtet interessant. Au, 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 da bin ich schon mal hingelaufen. Ja, natürlich bin ich da schon mal hingelaufen. Wenn es so interessant leuchtet, dann lauf ich da natürlich hin. So, jetzt folge ich doch eigentlich nur, genau, jetzt folge ich der Railroad hier. Ne? Ja, so ein bisschen zumindest. Der Railroad? Oder doch der Bruderschaft? Schwierig. Vielleicht auch mal dem Institut. Ist auf der Straße eine dumme Idee. Ich glaube, auf der Straße ist eine dumme Idee, aber wir machen es mal trotzdem. Ich hoffe, dass die nicht einfach hier so, ja genau, einfach so im Nirgendwo endet. Aber der Typ, der da mit der Couch saß, hat sich einen guten Platz gesucht. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, die Welt ist gefickt. Ich war gerade beim Umziehen, bin hier mit meinem Auto liegen geblieben. Räumen wir die Couch vom Pickup und setzen uns und schauen uns das Ganze an, bevor wir an der Radioaktivität sterben. Es geht ja je nachdem, wo die Atombomben fallen, relativ schnell bis nicht so schnell. Bei ihm muss es wohl schnell gegangen sein. Weil ich glaube nicht, dass er da verdurstet ist. So. Das gefällt mir nicht. Ich will nicht durchs Wasser. So schön es auch ist. Na gut. Gehen wir durchs Wasser.
Beziehungsweise so, durch, so wenig durch Wasser wie möglich. Und alle hopp. Nein, 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 nein. Ih, Wasser, Wasser, Wasser. Wenn ich Wasser wollte, würde ich mich waschen. Ja. Oder wenn ich Wasser vertragen würde, würde ich mich waschen. So rum. Was haben wir denn da? Ein Schiff. Okay. Da ich ja sowieso hier an der Küste entlang laufe, kann ich auch kurz auf das Schiff hüpfen. Sofern ich dabei nicht allzu nass werde. Nee, geht. Geht, super. Was haben wir hier? Nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ein Schiff voller nichts. Ja, jetzt bin ich durstig, weil mir es an Wasser mangelt. Okay, das macht minus Intelligenz. Das müssen wir auf jeden Fall auskurieren, sag ich jetzt mal. Ich bin ein bisschen tired, aber das ist völlig egal. Ich habe 45% Adrenalin. Das ist supi. Ja, deswegen habe ich mich auch nicht schlafen gelegt jetzt vorhin in Hangman's Alley. Weil, was bringt's? Ich verliere nur mein Adrenalin, um ein bisschen weniger müde zu werden. Ich habe so viel Cola aufgehoben. Ich kann das mit Cola-Saufen kompensieren. Ein Fusion Core. Das ist ja mal unerwartet. Okay, ich dachte schon Meyer-Lurk-Eier. Ein Hundehäuschen. Gucken wir in das Hundehäuschen. Gar kein Mensch drin diesmal. Wie schön und normal und, im Tageslicht und nicht in der Kanalisation. Das gefällt mir. So, ja, jetzt aber nicht länger rumdödeln. Ich will nach da, hä? Ja, so in der Richtung. Hier ist ja jetzt schon lange nichts mehr passiert, nicht? Ich wurde nicht angegriffen, aber da oben kann ich eine Turbine sehen. Das heißt, da sind wohl Gunner. Ja, auf dem Nuka-Cola-Schild ist auch ein ganz unauffälliges Gunner-Logo gezeichnet. Es könnte halt sein, dass die alle tot sind schon, nicht? Das ist ja immer eine Option. Es gibt ja auch gewisse Mods, die könnten daran was ändern. Ach, sorry, es tut mir leid. Ich wollte ein Fleisch. Und ich dachte, es geht schneller und sieht weniger blutig aus. Naja, nee. Es gibt ja Mods, die daran was ändern. Ich habe überlegt, ob ich da was installieren sollte, was ein bisschen mehr Gegner hinzufügt. Das einzige Problem daran könnte natürlich sein, dass ich dann schneller level. Aber warum ist das ein Problem? Ich denke ich nochmal laut drüber nach. Beziehungsweise, jetzt habe ich laut drüber nachgedacht. Wundert euch nicht, wenn es dann mal passiert. So. Joggen, 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 joggen. Ich kann sehr lange joggen, es gefällt mir. Wenn das denn echt so gut wäre. Ja. Das ist doch bestimmt hier mit Brutmutter und alle möglichen Gedöns. Na? Hallo? Ja, ich wusste es. Du bist was ganz Schlimmes. Hilfe. Rabbit, Mole Rat. Ja. Ah, du bist Albino. Bist du Albino? Ich habe viel zu viel Munition verbraucht gerade wieder. Uiuiuiui. Ja, das war mal viel besser. Hui. Ja, und ich habe auch Hide aufgehoben. Jetzt habe ich Parasiten, das heißt, ich brauche noch mehr Essen. Das heißt, noch mehr Kühe kriegen Kopfschüsse in ihren linken Kopf. Die armen Kühe. Ja, was habt ihr Morats den Kühen nur angetan? Ich sollte Antibiotika nehmen. Oder mich bei meinem nächsten Stadtbesuch mal von einem Arzt richtig durchchecken lassen. Jetzt sollte ich auf jeden Fall abbiegen. So eine Karte ist schon Gold wert. Gerade wenn man keinen Kompass anhat. Aber ich gucke auch relativ häufig auf die Karte. Warte mal, ich dachte, ich hätte einen Ghoul da gesehen. War nur der Baum. Was ist denn jetzt hier die Aufgabe? Das ist doch so ein Trailer-Home-Ding. Da war ich doch, glaube ich, schon mal, als es fürchterlich dunkel war und habe ganz viele harte Ghouls umgebracht. Eventuell sind die auch wieder da. Ich will kurz herausfinden, zu welcher Quest das gehört. Ich habe viel Return-Sachen zu machen. Silver Shroud muss ich auch nur Hancock mal besuchen. Cleansing the Commonwealth habe ich schon ewig. Ach, das ist hier so eine extrem kleine Quest. Na gut, aber jedes bisschen Kleinvieh macht Mist. Rennen wir einfach mal hier rein und gucken, ob wieder jemand lebt.
Oder eher nicht, ne, es sieht eher nicht so aus. Das gefällt mir. Oh ne. Doch, Leute sind am Leben. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Oder doch? Aha. Tja. Ich höre doch was. Hier geht doch noch mehr. Der ist tot. Der war schon tot. Das finde ich ja ganz schlimm hier. Ich höre, glaube ich, auch einen Ghoul irgendwo. Seine typischen Ghoul-Geräusche macht. Oh. Ja, ich glaube, das warst du. Ja, das war's bald mit meiner 10mm Munition. Aber dreimal Psycho? Ja, hallo. Da bin ich doch dabei. Da bin ich doch sowas von dabei. Das glaubt ihr gar nicht. Schön, hat sich schon gelohnt. Jetzt sollte ich mir hier einen Schlafsack suchen. War da einer drin, zufällig? Ah, du bist gar nicht tot. Okay. Hier war nicht... Hier war keiner drin, ja. Gut, ich will aber speichern. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht, hier einen Savepunkt zu haben. Also sorgen wir dafür, dass das hier sicher wird. Man darf, muss sich wieder sicher fühlen können in so Trailer Parks. Hallo? Keine Matratzen? Nirgendwo oder was? Ihr armen Säue, wo habt ihr denn geschlafen? Auf dem Fußboden oder was? Das ist doch mal ein schönes Haus. Wenn da nichts Gutes drin ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist bestimmt, ja, genau. Das ist bestimmt verschlossen ohne Ende, aber warte mal. Loctite. Na, schade. Manchmal habe ich ja Schlüssel, von denen ich nicht weiß, dass ich sie habe. Und das könnte ja hier genauso sein. Storytime Simon here with the exciting conclusion to The New Squirrel. Tomorrow we can get to know each other and become best friends, said Ricky to the Red Squirrel. Hell yeah. The Red Squirrel made a sound that Ricky took for agreement, and the two squirrels curled up to sleep. Oh, der Mann kann nicht böse sein, oder? Bestimmt war der saumäßig böse. Ja, sorry, tut mir leid. Aber ich muss auf Nummer sicher gehen. So, hier ist ein Terminal. Und ein technisches Dokument. Ich werde immer müder. Ja, ich kann das Terminal ja mal knacken. Ich glaube, mit dem Terminal kommt man doch auch irgendwie an den Safe. Oder kommt man an den Safe? Oder? Sweet. Aha. Naja, guck mal in der Schau. Damit kann ich doch jetzt dort rein. Nehmen wir mal eine andere Waffe. Hi, Power Armor. Ein Fusion Core. Joa, den nehme ich. Der Rest, Missiles. Und 10 mm Munition. Hast du sehr gut gesammelt, guter Mann. Was mir allerdings fehlt, ist eine Schlafmöglichkeit in diesem gesamten Komplex hier. Keine da, oder was? Nur ein paar Matratzen. Ich habe nur ein paar Matratzen gefunden, auf denen man nicht schlafen konnte. Was ja schon selten genug ist, eigentlich. So. Dann. Geht's jetzt weiter? Ich meine, Mountain Goat, das könnte schwierig sein oder auch nicht so schwierig. Das weiß man halt bei so Modded Content nicht genau. Von daher wäre ein Speicherpunkt gut gewesen. Falls es sehr ungewöhnlich stark ist, hart ist oder so. Aber wir kommen schon klar. Ich kann doch schon Schüsse hören. Was geht denn hier vor sich? Die Rust Devils sind ja hier auch in der Gegend irgendwo. Ich gehe doch hier auf einen Militärstützpunkt zu, der von den Rust Devils gehalten wird. Ja, okay, ist noch ein ganzes Stück. Aber vielleicht sind die ja auch hier. So, hier kann man doch irgendwie auch über den Zaun. Spätestens hier an dem Schlagbaum. Yep. Da komme ich doch gut rein. So, dann kurzen Blick hier rein. Wodka. Ja, natürlich. Immer. Ich benutze ihn zwar nie, aber besser haben und nicht benutzen als das Gegenteil davon. So, da ist mehr Kreide. Der Mörder von den Fans muss hier irgendwo sein.
Das wäre auch mal ein cooles Konzept, so einen Ghoul-Mörder, der das einfach seit dem Krieg weitergemacht hat. Der immer noch am Leben ist. Also so eine Art, nicht ein Pigman, der frisch entstanden ist, sondern ein Pigman, der so alt ist. Ja, wie ein Ghoul halt. Quasi der unsterbliche Serienkiller, der das seit Jahrhunderten macht. Wobei die meisten, die sowas jahrhundertelang machen können, die sind wahrscheinlich in Positionen von Autorität gelandet. Ja, würde ich mir zumindest vorstellen. So, das Haus sieht so schön erhalten aus mit dem Rot. Da habe ich gedacht, vielleicht ist da ja eine Schlafmöglichkeit. Manchmal sind auch hinter solchen Garagentüren Schätzchen versteckt. Aber hier nicht, nee. Gut. Geh ich weiter, vielleicht hat er ja mit dem Bus übernachtet. Ja, hier ist tatsächlich jemand eingezogen. Ha! So läuft's. Aber hallo. Das sieht, das ist gemoddet. Ja, denn ich kann es nicht rausholen. Da ist Öl drin, da ist Wasser drin. Ja, das ist ja super. Ein richtig guter Globus. Okay. Ja, aber so ein Regal ist gemoddet. Ich glaube, das gibt es im Originalspiel nicht so. Das Fort Hagen Satellite Array und der Mountain Goat Gedöns Platz. Ja, genau, der Mountain Goat Gedöns Platz. Da hinten ein Zelt, ja. Das sieht doch aus wie Mountain Goat. Dann machen wir am ersten Mountain Goat. Und dann Rust Devil. Wobei ich natürlich schon gerne irgendwie... Aha, da haben wir doch ein Türmchen. Wenn ich dich wegschieße, läuft dann jemand hin, um das zu untersuchen. Das wäre doch, was ich will. Dass ich dann bei dieser Rauchwolke jetzt hier noch jemanden abschießen kann. Nee, ihr haltet still. Ihr seid disziplinierter als die anderen Leute, die ich so kenne. Oh, nee, seid ihr nicht. Ihr seid nur viel besser im Orten von mir. Okay. Explodiert nicht, also kein legendärer, also muss ich die Leiche auch nicht unbedingt finden. Das waren zwei gut eingesetzte Schüsse, ja. War zwar jetzt nur so ein Mr. Handy. Ich habe ein bisschen Respekt vor der Mountain-Ziege, ja, vor der Bergziege. Psycho-Buff ist auch noch voll da. Ich bin allerdings durch das kurze Rasten ein bisschen schlechter drauf. Okay, essen wir was? Ich hab's, ja. Ja, Squirrels. Squirrels, du hätte mir XP gegeben, ne? Das hätte ich aufheben sollen. Naja. Und du bist das Mountain Goat-Tier. Willst du mit mir reden vorher? Du bist aber ein Riesentyp. Ich meine, ich bin nicht klein. Aber du bist ein Gigant. Ich wusste gar nicht, dass so große Leute noch herstellen. Bist du halber Supermutant oder was? Hi, willst du auch nicht mit mir reden? Ja gut, nicht? 1, 2, 3 und dann der Rest. Richtig? Accept. Okay, damit bist du tot. Butcher's Machete. Ist sie zufällig viel zu gut für im Gegensatz zu normalen Nahkampfwaffen? Auch egal. Ich habe irgendwie aus diesem Aschehaufen, auch nicht schlecht. Aus diesem Aschehaufen habe ich eine Hand noch gerettet. Und damit kann ich jetzt das Kopfgeld einlösen gehen. Okay, das war... Ja, ich hatte mir so ein bisschen entweder, dass er sofort feindlich ist oder dass er ein bisschen Dialog hat, gewünscht. Aber mal gucken. Ich habe ja noch, ich glaube, noch zwei Missionen gibt's noch von dem gleichen Typen. Und ich denke nicht, dass das alles war, was da storymäßig passiert, dass ich irgendwo hingehe und Leute erschieße, die sich nicht wehren. Nee, da wird irgendwas dahinter stecken, ich bin mir sicher. Oh, hallo, Fort Hagen Satellite Array. Ganz langsam die Wand hoch. Die haben sogar diese... Die haben sich das von Supermutanten abgeguckt, oder? Nee. Ich dachte kurz, das wäre so ein... Das sieht so aus wie so ein Gore-Bag für Roboter.
Ja, wir haben überall so Roboter-Gore-Bags. Intruder, identify yourself. Oh, hi. Tja, du oder ich? Na, dann nehme ich doch du. Au, 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 au. Weg mit dir. Weg mit mir. Keine Ahnung, ob ich nachlade. Nervosität. Aber noch geht's, ja. Du bist mir nahe gekommen, das finde ich gut. Dann besorge ich mir bei dir die Kritz. Die ich dann hoffentlich... Ja, super. Der explodiert. Achtung, nicht hinrennen. Eieiei. Ich hätte sagen sollen, wegrennen und nicht nur nicht hinrennen. Na gut, dann muss jetzt auf jeden Fall jemand sterben. Nur wer? Nee. Ist noch ein beweglicher Typ hier? Ja, du. Du wirst sterben. Aber hallo. Sehr gut. So, dann haben wir da noch eine Kanone gehabt. Und es sieht so aus, als wäre es das gewesen. Supi. Supi, supi, supi. Gucken wir mal. Wo ist denn der Roboter explodiert? Beziehungsweise, wo ist die Leiche da? Knuckles of Freezing. Das ist natürlich suboptimal, sag ich jetzt mal. Oh, ein Toy Alien. Geht's weiter? Ja, geht's weiter? Nee, nee. Kampfmusik verrate mir, dass es rum ist. Ich bitte dich darum. So, hier ist eine Falle. Kann ich die entschärfen in irgendeiner Art und Weise? Okay, okay, okay. Ja, ja. Du willst mich doch gar nicht finden, oder? Die Waffe flog aber eine ganze Weile. Eine ganze Strecke. Naja. So, da hängt, ja, no trespassing. Hängt schon wieder so ein bisschen Einschüchterungszeug, aber adressiert anscheinend einen Roboter. Die scheinen das hier sehr ernst zu nehmen. Mit der Roboter-Einschüchterung. Und auch der Menschen-Einschüchterung. Wahrscheinlich kann man Menschen sowieso einschüchtern, auch mit sowas. Mich kann man ja schon einschüchtern mit Mannequins. Das ist ja gar kein Problem. So, das nehme ich mir mit. Ich sollte mich auch um meine Gesundheit kümmern, glaube ich, ja. Also es ist ein bisschen, hi. Du hast auch so eine tolle Melee-Waffe gehabt, das ist ja super. Aber der iBot-Helm, der sieht ja immer scharf aus. Also das ist echt ein Top-Ding, ich nehme das mal mit. Ja, du sahst vorher viel besser aus. Kann ich damit vielleicht irgendwas Tolles anfangen mit so einem iBot-Helm? Ich kann den verbessern, ja. Und ich kann da sogar Weave reinbauen. Ich meine, es ist jetzt nicht so cool wie... Und hier im Biocom-Mesh. Das ist was für ein Look, nicht? Also man könnte sich da was überlegen. Also ja, ich nehme das mal mit. Ich werde ihn mal behalten. So, jetzt nehmen wir erstmal ein bisschen Red Away. Nicht unter Camps, nein. Camps ist was anderes als Aid anscheinend. Oh, ich habe auch viel. Ich bin overtired. Overtired gefällt mir jetzt nicht so. Was sagt denn hier mein Parasiten? Overtired, hungry. Hungry. Ja, gut, die Parasiten, nicht wahr? Die rächen sich jetzt hier. So, jetzt läuft's, oder? Sollte. Für das Overtired würde ich dann jetzt demnächst Nuka-Cola hinzuziehen, sofern ich die habe. Ja, ich habe viel Nuka-Cola. Wir trinken ganz viel Nuka-Cola jetzt in Zukunft, bis ich dann wieder mal so schön umfalle. Das war doch top, oder? Einer der Top-Momente für mich. So, hier ist ein Terminal. Ich glaube nicht, dass das viel macht, das Terminal. Die Lookout-Duty. With all these mechanist bots on the loose, we can't afford to skimp on lookouts.
For all we know, the Bastard is planning to raid to take all our bots tomorrow. No lockjaw. This doesn't mean you can set free bots to patrol the area and take a nap. I want at least 2 living, breathing humans patrolling the perimeter at all times. And let me know immediately if you see any strange bot come up the hill. Ivy. Oder Ivy, oder wie auch immer. Ist egal. Wir werden sie finden und töten, ja? Das ist nämlich meistens, was ich tue. Wenn ich irgendwelche Terminal-Einträge von Leuten lese. Ich finde und töte sie danach. So, da kann ich jetzt rein. Ah, schön. Das passt also ganz gut zusammen. So. Oh, und meine Waffe. So schön. Dann nehme ich direkt mal ein bisschen Psycho-Buff. Warum nicht? Ah, weil ich durstig werde davon. Naja, besser durstig als... Jetzt komm, ja? Nuka-Cola. Ja. Okay, okay, alles gut. Reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf. Du kriegst deine Drogen. Jetzt sollte es mir gut gehen. Find the Robo-Brain. Nichts leichter als das. Mehr Schädel. Ich finde irgendwie die US-amerikanische Flagge und Schädel, das geht gut zusammen. Das sieht sexy aus. Sie haben sowieso eine schöne Flagge hier. Oh, buy War Bonds. Genau. Jet, immer gut. Auch wenn ich es nicht mehr nehme, weil ich Angst habe, dass es viel zu lange hält. Ich glaube, das hält ja jetzt über 40 Sekunden oder so. Bescheuerte Zeit. Sollte lieber die Zeit langsamer machen noch. So, ist das jetzt hier... Nee, jetzt ist es entschärft. Okay. Manchmal kann man da ganz schön Pech mit haben, weil das sind, glaube ich, Fallen, die viel Schaden machen. So, es ist... So, weg hier. Denn das war ein Legendärer, oder? Und er ist tot. Ist er tot? Warum ist er... Ja, endlich. Klingt nach einem menschlichen Gegner. Okay, okidoki. Jetzt noch die Leiche finden von dem Bot. Da unten ist sie hingerutscht. Plasma Cartridge, nee, das ist nicht der Bot. Das ist der Bot. Okay. Disciples Wrapped Armor. Ja, hier. Ein Gegenstand aus Nuka World. Der ist gedroppt, weil ich wohl das richtige Level habe, damit er droppen kann. Disciples ist ja einer der Gangs aus Nuka World. Und in legendären Gegnern kann dann sowas zu finden sein. Und genau bei sowas warte ich auf einen Western Revolver. Da würde ich mich sehr drüber freuen, weil ich ja schon hier Kellogg's Revolver super finde. Und da wäre natürlich ein Western Revolver extra doppelt cool. Gut, machen wir mal die Tür hier auf. Oh, hallo. Großer offener Raum. Da drüben ist einer. Ja, ich weiß. Es war nicht optimal. Mal gucken, ob ich mich hier verstecken kann, bis sie das Interesse verlieren. Ich sitze ja hier in einer ganz dunklen Ecke. Okay, ich hatte keine Lust, mich zu verstecken. Eieiei. Das war der legendäre Rust Devil. Ich habe meine Action-Punkte zurück. Heißt das was? Nee, ich glaube nicht. Ein Fugitive is attempting to evade capture. Beginning. Hallo. Ah, das ist, glaube ich, nicht so gut. Oder vielleicht ist es gut, ich weiß es nicht. Es gibt bei den Shotgun-Shells, gibt es ja legendäre Mods, die adden zu jedem einzelnen Pellet von diesen Shotgun-Shells den Damage dazu. Ich glaube, das gehört nicht dazu. Ich glaube, das sind nur 10 Schaden am Ende oben drauf und nicht 10 Schaden pro Shotgun-Pellet, was gigantisch wäre. Deswegen sind explosive Shotguns und, ja, sind so gut. Explosive Shotguns zum Beispiel. Die behalte ich. Knuckles of Freezing und so ein Kram behalte ich nicht. Die behalten wir mal. Ich bin jetzt auch relativ überladen.
Wie ist denn das passiert? Ach ja, okay, ich habe auch eine Menge Zeug dabei. Was ich vielleicht gar nicht brauche oder will sogar. So, da ist ein Typ. Hallo? Ihr habt immer noch einen Bösewicht in eurem Hangar. Tja, man muss es manchmal gar nicht sehen, man muss einfach nur schießen. Da drauf schießen, wo die Schüsse herkommen. So, Aluminium nehme ich mit. Ja, wie gesagt, ich bin überladen, aber ich nehme Aluminium mit, ein altes Zeug. Mehr Wasser kann ich immer gebrauchen. Mehr Cola. Ja, ich habe heute schon eine Cola getrunken. Das heißt, ich muss mindestens 5 aufheben. Damit ich nicht irgendwann zu wenig Cola habe. Das will ja keiner. So, ja, wir trinken jetzt Cola. Hallo, Gluck, gluck. Nur noch overtired, ja, so macht man das. Und noch 2. Immer noch overtired, okay. Vielleicht ist Cola doch kein Allheilmittel gegen Müdigkeit. Ich höre was. Es ist vielleicht aber auch nichts. Vielleicht aber auch alles. Weiß man nie so genau. Seife nehmen wir mal mit. Ich will mich vielleicht doch irgendwann nochmal waschen. Ich habe da noch nicht komplett aufgegeben. Spotlight. Ja, machen wir dich mal weg. Fängt an zu piepen, wenn ich dann in dem Spotlight bin. Das will ich nicht. Ich mache nochmal Licht an. Ich glaube nämlich fast, dass es hier vorbei ist, oder? Ja, ich habe euch alle umgebracht. Der Raum ist halt nur so groß und unübersichtlich, dass ich das nicht unbedingt annehmen kann. Da ist noch jemand gestorben. Okay. Da komme ich rein. Ja, super. That's it. Das heißt, noch mehr Zeug. Ja. Uiuiui. So, ich bleibe erstmal hier so unten auf der unteren Ebene und gucke, wo ich reinkomme, wo ich nicht reinkomme. Da ist eine... Das sieht aus wie X1 Power Armor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das X1 Power Armor ist. Ich meine, ich brauche sie nicht, aber trotzdem ist es... Ich meine, ich habe Fusion Cores dabei. Das ist eine mächtige Waffe. Sofern ich da hinkomme, könnte ich da einsteigen und ein bisschen Ass kicken. Das wäre schon absolut drin. Ja, ich glaube, auch hier ist nichts Schlimmes mehr, was mir den Tod wünscht. So, jetzt kann ich mich entweder... Ja, ich habe jetzt da hoch bewegen können oder hier hoch bewegen können. Aber da ich schon mal hier bin, gehen wir hier hoch. Noch alte Militärs. Interessant. Wie ihr hier angeordnet rumliegt. So, da ist Radioaktivität drin. Na gut. Schauen wir mal. Bis jetzt strahlt es ja nicht. Bis jetzt läuft's gut. Ja, auch Expert locked. Dafür, dass die Fässer hier so stehen, ist hier ganz schön wenig Radioaktivität. So. Ein Fort Hagen Terminal. Okay, klar, warum nicht? Jetzt habe ich da irgendeine Tür geschlossen. War das korrekt? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube, ich will die Türen offen haben. Gerade die Türen, durch die ich noch nicht gegangen bin. Ach so. Nee, nicht ach so. Das ist ein neuer Raum. Ja, das ist ein neuer Raum. Das ist ein neuer Raum. Machen wir mal die Lampe aus. Da oben steht doch Mr. Oberkiller. Mr. Oberkillbot. Ahab. Ah ja. Ich bin hier nicht gekommen, um Gefangene zu machen. Nee. Vielleicht einen Gefangenen. Aber nicht Ahab. So, Jangles the Moon Monkey. Da hinten war noch ein iBot. Da will ich allerdings keinen Schuss verschwenden. Das würde ich schon als Verschwendung ansehen. Das machen wir gleich irgendwie im Nahkampf mit weniger wertvoller Munition. Red Roach, nein, hebe ich gar nicht auf. Zement ist mir, glaube ich, zu schwer im Moment.
Ich höre den Mechanist. Tja, ihr könnt erstmal eure Gefangenen ordentlich hinrichten. Aber ich bin ja stets gern zu Diensten. Alright, Brainbox. Ivy wants me to find out what makes you tick. So let's get started. There's no need for that. I'm certain we can discuss this rather unfortunate situation before it gets completely out of hand. Now, what exactly did this Ivy tell you to do? Simple. She wants me to crack open that dome you have for a head and find out how your brain is connected to your circuits. Perhaps I can be of assistance in that regard. After all, there isn't much else I can do now that you've removed my head from its chassis. What the hell is an Accord? You talking about wires or something? Right. I need to phrase this so even a dullard like you would understand. Let me put it this way. You need information that's going to make your boss happy. I want to keep my brain in one piece. Maybe we can cut a deal. Fine. I'm listening. I'll tell you everything I know about my own construction. All the bits that Ivy wants to hear. And I promise you, she won't be disappointed in return. You keep those tools away from me and put me back onto my body. You get what you want, and I don't get dissected like some kind of a laboratory experiment. Well, that would save me a lot of time. And Ivy doesn't like waiting. Tell you what, you start talking, and I'll stop drilling. After I tell Ivy everything, we'll see how happy she really gets. But I think I'm gonna leave your head in that machine for now. Just in case you decide to get any smart ideas. How's that for a deal? I suppose it will have to suffice. I mean, yeah, it's a deal. Ah, okay. Langer Text. Vor allem, wenn man überladen ist und einem die Beine brechen. Aber ich wollte das nicht unterbrechen. Hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass ich doch irgendwie ein bisschen zu müde bin? Keine Ahnung. Ich heb wahrscheinlich zu viel Müll auf. So, Thema Müll. Diese Army-Fatigues, die ich hier habe. Die wiegen 3, nicht wahr? Die habe ich dabei, ohne wirklich Grund dafür zu haben. Weil alle guten Upgrades habe ich schon woanders eingebaut. Also nehmen wir die weg. Ja, keine Ahnung, die legendären Dinge will ich halt aufheben. Ich bin da halt so. Wir haben jetzt gelernt, dass da ist Jezebel, ein Robo-Brain. Zwar nur der Teil, der interessant ist, das Brain. Gefangen genommen von den Rust-Devils, sollte auseinandergenommen werden, um was über Roboter zu lernen. Ist aber bereit, Deals zu machen. Also machen wir einen Deal jetzt hier mit dem Kleinen. Oh, hat sogar zwei kleine Greifärmchen. You don't look like one of the Rust-Devils. What are you doing here? Ah ja. Ich frag mal direkt eine Gegenfrage. What did the Rust Devils do to you? They felt that by keeping my head online would prove useful to them. Fortunately for me, they're stupid enough to actually believe anything I say. Admittedly, it hasn't gotten me very far, but it has saved me from the same fate as my rather unfortunate comrades you see in pieces around you. Now, back to my original question. What are you doing here? Hunting down a radar beacon. A radar beacon? How very interesting. That's a very specific part to be searching for. And you don't look like the typical part scavenger type to me. I calculate a 98.8% chance that you're looking for the mechanist. If I'm correct, and I usually am, then perhaps we can help each other with our respective predicaments. Ja, einen Deal machen, oder? I'm listening. How refreshing. Then allow me to explain. Now, how can I put this as simple as possible, so someone at your processing speed can understand? In order to find the mechanist, you're going to need more than just my radar beacon. You're going to need access to the facility. I'm willing to provide said access, but you'll have to fulfill two simple conditions. One,
You need to get me as far away as you can from these lunatics. And two, find me a new body. Once both conditions are satisfied, I'll gladly provide you with everything you need. Do we have a deal? Du hast gesagt, du wärst ein Lügner. How do I know you'll keep up your end of the bargain? Even though there's a human brain floating in a biogel inside my head, I'm still bound by my original programming. It pains me to admit it, but one of my directives states that I cannot lie. Ever. So, while I'm not the most charming robot you've ever encountered, the last thing I'm going to do is violate an agreement we made. Now that we have that out of the way, do we have a deal? Natürlich haben wir einen Deal. Ich kann dich ja immer noch erschießen, wenn es so weit kommt. Ich werde dich ja nicht in Liberty Prime einbauen oder irgend sowas Dummes. Deal. A wise decision. Also komm her. Once we're at our destination, I'll happily relinquish my radar beacon as a gesture of good faith. Now, I strongly suggest you stop loitering in the middle of a hostile location and get us both out of here at once. Upp, ich sollte mich ducken, ja. Her mit Jezebel. Jezebel ist ein Mark IV Head. Exit the Fort Hagen Hangar, ja, genau. Ich, mir ist nämlich jetzt eingefallen, ich glaube, es gibt hier. Ich habe ja noch nicht die Boss-Tante getroffen. Ich muss noch durch einen Kampf durch. Also sollte ich vielleicht, ja, sowas wie Mole Rat Hide mal wegwerfen. Und ich glaube, der Teddybär, ist auch nicht, was ich will. Weil ein bisschen Sachen will ich noch looten. Ja, werfen wir mal ein paar von denen hier raus. Ich meine, den Sentry-Helm vom Ahab, den werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist nämlich ein unique Gegenstand. Ja, ich kann mir den nicht aufsetzen. Sorry, ich weiß. Dann werfe ich jetzt ein bisschen Apparel raus. Und zwar kommt das Teil hier kommt weg. Ja, Hit im Nahkampf getroffen werden und Stealth Field bekommen, ist einfach nicht, was ich will. Exterminator, könnte interessant sein. Powered könnte interessant sein. Cavalier, ist nicht so interessant. Ist halt ein cooler Gegenstand an sich. Also behalte ich den vielleicht. Ja, ich werfe doch nicht viel raus. Ich sehe es schon. So, wie komme ich jetzt hier raus? Was ist der Weg, um hier rauszukommen? Wahrscheinlich hier oben entlang, nicht? Man geht immer die Wege, die man nicht gegangen ist, um weiterzukommen. Was das angeht, ist das Spiel sehr spielerfreundlich designt. Oh ja, hier, da drücken wir drauf. Coole Treppe, genau. Ich glaube, das bringt mich nur halt nirgendwo hin, oder? Oder doch? Am Ende beschwert sich Jezebel noch. Ich glaube, das hat sie schon mal gemacht. Dass ich zu lange brauche. Pack of Duct Tape, immer mitnehmen. Egal wie überladen man ist, immer mitnehmen. Denn ein Pack of Duct Tape hat, Ballistic Fiber auch innen drin immer. Entweder das oder Carlyle Typewriters. Nein, ich muss jetzt stark sein. Naja. Entweder das oder es war das Military Grade Duct Tape, das immer Dings drin hatte auch, ja. Immer, Ballistic Fiber. Bin mir nicht mehr sicher, warte mal. Kam ich nicht hier rein? Jetzt habe ich aber ein Problem, oder? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Gibt es hier einen Aufzug, den ich nicht gesehen habe? Oder irgendwas? Vielleicht habe ich ja Ahab hier ungünstig erschossen. Oder ich muss an den Terminal? Da war ich nämlich noch gar nicht dran, richtig. Brain. Smash the glass. Nee, warte mal. The brain won't talk. Make it. Smash the glass and stick your hand in it, if you have to. Ja, Gehirn fühlt leider keine Schmerzen, aber ich meine, mich würde es motivieren, wenn mir das jemand androht. The brains are obviously the ones calling the shots. There has to be some signal hidden inside that slimy ball of snot we can use to lead us to the mechanist. Wir haben also die gleichen Ziele, wir hätten uns eigentlich verbünden sollen. You have until tomorrow. That's when I get someone else to do it. You won't be happy if I get someone else. Just do it, Ivy. iBot. We have the brain now. Just destroy the iBot. So wie ich das gemacht habe. I'm sick of hearing those incessant messages about the mechanist. Bring peace to the Commonwealth? What a load of crap. Anyway, I have some ideas on how we can make some sick mods for the thing.
I want it disassembled by tomorrow. Und hier haben wir Schematics. Ooh, ja. Add, Dollarzeichen und Ausrufezeichen Add. Nein, ich höre schon auf. Also der Terminal hilft mir auch nicht weiter hier rauszufinden. Hey, RoboBrain, willst du... eine Tür, die ich übersehe. Watch the tripwires. I'd rather keep myself intact today, thank you. Ja, ich auch. Ich wusste doch, dass du nervig bist im Kommentare ab. Gibst. Das hat mich schon berührt jetzt hier, das Tripwire, und nichts ist passiert. Ich Glück. Ich Duselsau, so heißt das, ja. Ich glückliches Schwein. Ein Bett. Ein Bett und Jet. Die besten Sachen zusammen. Oh ja, ich könnte hier... Ja, es tut mir ja leid. Es tut mir ja leid. Meine Immersion ist komplett im Arsch, aber ich muss hier schlafen. Ich bin exhausted. Exhausted ist kein Zustand, um weiterzugehen. Da kann ich noch so viel Nuka-Cola trinken. Das hilft irgendwann einfach nicht mehr. Well rested ist schon viel besser. Naja, well rested und nur ein bisschen durstig. Das passt doch. Super. Fertilizer ist natürlich verlockend. Alleine, weil ich damit Jet herstellen könnte, jetzt hier direkt. Fusion Core? Auf jeden Fall. Ich glaube, mehr als ein Fusion Core wird hier aber nicht sein. Der Quantum. Ein Rust Devil Gaming Terminal. Ihr seid echt meine Seelenverwandten. Ich hätte mich mit euch verbinden sollen. The Gaming Terminal is off limits. Read this. Whoever reset the scores, I will find you and I will have your head. Until one of you owns up to it, this terminal is off limits. Oh, the scores. So, play the tape. Was haben wir denn hier für ein Tape? Automatron. Beep, 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 beep. Start the game. Okay. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Ja, piu, 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 piu. Ich hab Angst. Vor allem vor diesen Dingern da. Was? Oh, nein. Ah, schon wieder in jemanden reingelaufen. So wird das nichts mit mir hier. Muss wahrscheinlich in die Richtung schießen, in die ich auch laufe. Der Sentrybot, der will da überhaupt nicht sterben, ne? Haha, ich habe die zweite Welle gemacht. So, rennen wir mal in die Richtung da. Oh Gott, nein. Nee, eher nicht. Ich bin nicht so gut. Quit the game. Yes, yes, I want to quit the game. Es lässt mich nicht raus. Ach doch, es lässt mich raus. So, kann ich mitnehmen? Kann ich mitnehmen. Ha, ein Videospiel. Unidentified intruder detected. Beginning search detected. Beginning search. You really are taking the path of most resistance here, aren't you? Ja, das tue ich. All clear. Okay, ihr wart sehr nah hier an mir dran, oder? Da oben? Nee, da oben. Da läuft einer drin rum. Ich hab doch schallgedämpfte Waffen. Sollte jetzt keiner gehört haben, hätte ich sagen wollen. Das hat wohl doch jemand gehört. Okay, aber ich kann mich ja hier verstecken. Warning, dangerous fugitive is on the loose. Do not attempt to apprehend. Gruseliges Vieh. Von oben schießt was auf mich. Hallo? Willst dich nicht mehr zeigen? Okay. Dann brauche ich auch nichts mehr zu tun. Einer von euch war legendär auf der rechten Seite, weil er so schön explodiert ist. Der interessiert mich ja am allermeisten. Das müsstest... entweder du oder du gewesen sein hier. Ja, that's enhanced.
Combat Armor, ja? Fusion Core, oh Gott, ich werde zu laut. Trying to get us killed. Was, ist alles gut? Ist alles gut, Jezebel? Attention. Fugitive should be considered armed and dangerous. Very dangerous, ja? Bist du Rust Devil? Ja, ist kein benannter Rust Devil. Okay. Schade. Ich dachte vielleicht, du wärst jemand. So. Wo ist hier... Der nächste Gegner. Ich würde sagen, der Turm hat jetzt herausgefunden, wo ich bin. Au, 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 au. Und der Turm hat super tolle Munition auch. Scheiß Teil, ey. So. Essen. Ja. So, Essen. Immer noch päckisch. Ja, die scheiß Parasiten, ey. So. Jetzt essen wir nochmal was richtig Gutes. Nämlich ein Red Stack Ding. Ja, ich will die Tragekapazität. So, und dann schleiche ich mich mal ein bisschen in die Richtung nach oben. Ich will, der Ivy einen Kopfschuss geben, am besten kritischen Sneak Attack Kopfschuss. Das wäre mein Traum. Weil die hat eine richtig... nein. Die hat eine richtig gute Power Armor. Ja. Also die könnte gefährlich sein. Das heißt könnte. Die ist gefährlich. Die kann mich umbringen. Wenn es drauf ankommt. Hallo? Und zum ersten Mal nervt mich Jezebel nicht. Während ich sowas mache. Super. Okay, es geht weiter. Ist hier oben noch jemand drin? Könnte sein, könnte nicht sein. Da komme ich nicht ran. Einfache Entscheidung, also weiterzugehen. Super. Die Dinger werde ich auch... Nee, lass ich mal stehen. Ich werfe sie nicht um. Ich muss ja nicht alles umwerfen, was ich sehe. Vor allem, wenn es eventuell dafür sorgt, dass ich gefunden werde. Mikroskop, ja. Mikroskope kommen mit. Gut. Schritt für Schritt. Treppe für Treppe. Security Gate für Security Gate. Arbeiten wir uns hier vor. So, hier oben. Ach, hier oben kann ich drauf rumlaufen. Hallo. Es gibt ja doch noch was zu töten hier. Ja, wenn man... Wenn man so Turrets töten kann, wenn man das Töten nennen kann. Ich lasse auch mal alles liegen, was die haben. Jetzt geht's hauptsächlich darum, hier rauszukommen. Based on my limited experience with you, I estimate a 65% chance of making it out of here. Not optimal. An increase in effort could have an impact on the odds. Tja, dann streng dich mal ein bisschen mehr an. Halt zum Beispiel die Klappe, das würde mir schon sehr viel helfen. Ich glaube der übrigens nicht, dass ich nicht lügen kann. Ich glaube, das ist genau das, was ein Lügner sagen würde. Tja. Vor allem hat sie doch wirklich zugegeben in dem Log. Oder nicht in dem Log. Die hat doch immer zugegeben, dass sie das... Den This is the one that ripped my head off. I demand we rip her head off. It's only fair. Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Aber ja, Kopf war ja auch mein Plan. Ein Assaultron-Totem. Und das hat jemandem gehört, diese Falle. Sorry, dass ich sie entschärft habe. Es tut mir leid. Das war böse von mir. Ich sollte Karma dafür verlieren. So. Oh, hallo. Ja. Oh, hallo. Wie geht's dir? Ja, einmal Kopf und dann auf den Torso. Kopf und Crit. Ja, das war ein Sneak Attack Crit. Fuck me. Na komm, stirb. Oh well. Six of one, half dozen of the other. Good job, human.
Ich habe Angst, dass es neu explodiert. Aber ich glaube... Ich habe immer noch Angst, dass es explodiert. Ich warte mal. Es gibt nichts Dümmeres, als jetzt noch zu sterben. Nee, komm, wir gehen hin. Das macht nichts. So, die hat nämlich hier, die Ivy, die hat T-60-Armor, aber hier Tesla T-60-Armor. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt viel bringt. Die hat drei Rüstungsteile, drei legendäre Rüstungsteile, ein bisschen Energy Damage bringen. Ansonsten ist es normale T-60. Das heißt, eigentlich nicht so gut. Außerdem hat sie hier eine Tesla-Rifle. Die glaube ich auch nicht so gut ist, aber wir werden es auf jeden Fall mal testen. Ich kann mich nicht mehr so 100% dran erinnern. Jetzt bin ich allerdings hardcore überladen. Aber wirklich, ja. Also, da hilft jetzt nichts mehr. Zumindest ist nichts Normales mehr. Da muss ich irgendwelche extremen Mittel ergreifen. Gucken wir mal, was für extreme Mittel ich jetzt ergreife. Ich muss es ja jetzt machen. Ja. Aber erstmal hebe ich alles Mögliche noch auf, weil endet ja jetzt auch nichts mehr. So. Ich habe schon Red Stack Essen gegessen, ja. Ich bin hier schon fortified, was Kragekapazität angeht. Ich brauche ungefähr 50 oder 40. 40 würde reichen. 50 wäre natürlich besser. Ich habe auch immer noch Psychobuff, nicht wahr? Ja, ich bin auch Psychobuff. Das heißt... ich find's nett. 8, ne? Ja, 8. Ich müsste jetzt, eine ganze Menge Alkohol trinken, nicht? Alkohol könnte es rumreißen. Wenn Alkohol mit sich selbst deckt, oder? Ich trinke das hier. Das hält zwar nur 3 Minuten, aber das könnte ja reichen, um rauszukommen. Ja, komm. Hi. Ich bin jetzt der unvorsichtige Spieler, ja. Locke's really strong. Noch mehr Zeug für mich. Sehr schön. Ein Salvaged Assaultron Head. Das müssen wir uns auch angucken dann, weil... ein Fusion Core, noch ein Fusion Core. Warum eigentlich nicht? Warum hebe ich die auf? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich brauche sie nicht, aber stellt euch vor, ich bräuchte irgendwann mal einen Fusion Core und ich hätte keinen. Dann müsste ich ja einen besorgen. Das wäre schrecklich, nee. Da lieber einen Stapel unter dem Bett haben, sodass das Bett jetzt mehr gerade steht. Übrigens, meine Wohnung sieht nett so aus. Also, als mit voller Fusion Cores und so Zeug. Also, es ist tatsächlich eher auf Spiele begrenzt. Wobei ich schon dieses, ein bisschen dieses Messi-Gen habe, würde ich sagen. Dieses, das kann man nochmal gebrauchen. Nicht wegwerfen. Also, da muss ich mich mal ganz hart zu zwingen, jetzt auch. Thank goodness we are out of that hole. Don't think you're... Oh, sorry, ja, ich habe dich unterbrochen. Genau wie du mich unterbrochen hast, du Schwein. Ich renne nach Greyguard. Job is done. I refuse to cooperate until you provide a body that meets my standards. Und ich trage dich mit mir rum in meiner dreckigen Hosentasche, neben all den anderen dreckigen Sachen, bis du kooperierst. Aber nee, ich kann dir jederzeit einen Körper bauen. Ich muss dafür ja nur zum Castle zurück, wo ich sowieso hin will. Denn das Castle, ja, da baue ich ja meine Roboter, da ist Ada. Da geht die Quest dann sowieso weiter. Ich will die Ressourcen nicht ausgeben. Hallo. Noch einen weiteren. Was haben wir denn hier? Das ist viel interessanter als das, was da draußen losgeht. Ich meine das ernst, ja? So. Hi. Und du? Rust Devil. Schon tot. Da hinten. Eieiei, auf wen habt ihr denn geschossen? Was findet denn hier statt? Okay, in der Dämmerung töten wir Roboter. Oh, noch ein Fusion Core, ich kann langsam nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich will alles aufheben. Ich will alles haben. Habt ihr hier gegeneinander gekämpft? Das finde ich ein bisschen absurd gerade. Warum sind die Autos... Naja, ist auch egal. Kein Legendärer da. Waren wahrscheinlich die Schüsse, die das Auto getroffen haben. So, ich glaube, ich habe einen Rust Devil ignoriert, der da direkt lag. Aber soll egal sein.
Ich muss mit dem einen Bier nach Grey Garden kommen, weil dann habe ich noch ein zweites dieser plus 100 Tragekapazität Biere, die ich dann im Zweifel benutzen kann, um nochmal bei so einer Situation nach Hause zu kommen, ohne viele Sachen liegen lassen zu müssen. Ja. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Jo, mehr oder weniger. Wenn wir mal in Richtung dieses orangen Hauses da. Fuck. Fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me. Es gibt jetzt einen Crit. Und wahrscheinlich noch einen Crit. Weil... Ah. 1, 2, 3. Naja. Bisschen auf den Torso und du explodierst. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich muss das zweite Bier noch nehmen. Das ist... Aber da sind sie weg. Das ist auch okay. So. Ist das jetzt hier, der explodiert nicht nochmal, oder? Der war normal. Ja, du warst ein ganz normaler Set-Rebot, der hier einfach nur rumlief und mich gesehen hat und sich gefreut hat über eine leichte Brüte. Soll ja vorkommen. So. Jetzt habe ich 3 Minuten. Ist das Arc-Jet? Das ist Arc-Jet, oder? Ja, das ist Arc-Jet Systems. Och, Paladin Dance. Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Wir sehen uns auch nochmal wieder. Ich bin mir sicher. Man sieht sich immer mindestens 2-mal im Leben. Mhm. Gerade der Paladin und ich. Okay. Hektisch auf die Karte gucken. Ja, einfach in die Richtung laufen. Wird schon glatt gehen. Was kann jetzt noch groß passieren? Eine Meyerlurk Queen. Oder was auch schlimm wäre, wäre ein Red Scorpion. Jetzt aber. Should take care of you. Oh Gott. Just make sure to keep an eye on it. And come see me if it doesn't get any better in a few days. Thanks, Doc. You're a lifesaver. Goodbye. The doc's the best, hey. Isn't she? Not many doctors around these days. She'll let me take a look at you. Ja, bin ich auch der Meinung. Patch me up, Doc. Now go over your symptoms for me. Ja, ja, schneller, schneller. Chems. Took one chem to... You're strung. Ja. Besser als der Dickdoll zu nehmen. Going to see Doc Anderson? I can't recommend her highly. Done. Now, was there anything... I agree. Das da, Scrapes and bruises. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich was hilft. Ich habe halt gedacht, dass das jetzt vielleicht meine Parasiten los and wird. That's that. Ja. Anything else? Alles gut. No other complaint. Take better care. Sing it, brother. Sorry, sorry, sorry. Ich wollte nur schnell aus dem Dialog kommen, Doc. Ich wollte nicht auf den Fußboden schießen. Ich wollte dich nicht einschüchtern. So, immer noch hier, ja. Da oben irgendwie, oder? Ich glaube, Grey Garden war ein bisschen höher als andere Sachen, ja. Bevor das Bier aufhört zu wirken. Schon gut, dass die Behandlung durch den Arzt keine Zeit kosten. Das ist schon sehr gut. Ach, da ist Grey Garden. Ja, dann bin ich hier komplett unnötigerweise abgebogen. Aber, alles ist gut, alles ist gut. Meine schönen Turrets, jetzt kann mir ja nichts mehr passieren. Jetzt bin ich super sicher. Yes. Hi. Ja, das habe ich toll gebaut hier für euch, ja? I'm just so hungry all the time. Ich sehe schon, wie ihr das genießt. Ja, dann macht euch was zu essen. Ich bin nicht verantwortlich für euch. Ja. Mag zwar erstmal so klingen, als wäre ich das, aber nein. Ich lehne jegliche Verantwortung euch gegenüber ab. Kein Interesse, so. Hier wird jetzt erstmal... ich habe wieder 100... Über 100 von den Schuss. Also... Ich kann ja nichts falsch machen anscheinend. Ein 10 Fusion Cores. Das ist ein bisschen absurd, ja. Muss ich schon zugeben. So, die bauen wir mal da weg. Beziehungsweise, nee. Die werden alle, nein. Ich will alle, die ich jetzt da ausgewählt habe, nehmen. Nicht alle. Ich werde die hier in das Ding tun und dann kann ich die hoffentlich aus anderen Siedlungen aus erreichen und verbauen. Das ist so mein Plan. Dass wenn ich die hier jetzt reinlege, dass ich darauf zugreifen kann. Mit dem Helm, den behalten wir mal, den Ahab-Helm. Weil ich glaube, also das Risiko will ich nicht eingehen, falls ich den verbauen will. Hallo Miezekatze. Ich weiß, meine Platzierung von Gebäuden ist suboptimal. Aber irgendwann wird es hoffentlich finden. So, dann werde ich ein bisschen mein Inventar aufräumen und verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.